Schönen guten Tag, ein herzliches Willkommen und Hallo. Ha! Nein, Minecraft, Portale, Dreckschaufeln. Da waren wir das letzte Mal stehen geblieben und ich entschuldige mich für mangelnde Regelmäßigkeit, aber regelmäßiger wird es wahrscheinlich nie wieder werden. Als so unregelmäßig, wie es jetzt ist. Wo habe ich denn meinen Tisch? Ach, da. Gelassen. Ja. Machen wir das erstmal so. Passt. Weil wir wollten ja hier im Berg und so. Deswegen muss das hier mal weg. Und ich muss mich mehr an die Portale gewöhnen, habe ich beim letzten Mal gemerkt. Und ich hoffe, jetzt ist die Musik auch nicht mehr zu laut. Ich glaube, die Minecraft-Geräusche sind ein wenig laut, aber... Nun ja, müsste passen, müsste passen. So. For the experience. Flug. So, und dann können wir uns nämlich auch gleich Steinwerkzeuge machen. Ich würde sagen, wir lassen uns hier jetzt erstmal nieder. Ja. So, viel ist nicht passiert seit dem letzten Mal. Ich habe mich heute rumgeärgert. Mit einem Poco-Domäne-Schienensystem für Vorhänge. Und da ich vom Fach bin, kann ich sagen, wackelt wie Kuhschwanz. Ist nicht so der Bringer. Aber ja, gibt Schlimmeres, definitiv. Ich habe es dann doch noch festbekommen und erst hatte ich andere Halter gekauft, die passten dann nicht. Und oh, war es eigentlich. Also ein Hoch auf Ikea an dieser Stelle. Da funktioniert das wenigstens, wenn man da irgendwie was kauft und dann kriegt man da alle Teile und dann ist das auch nummeriert, dass man jedes Teil hat. Aber irgendwie, naja, habe mich auch mit diversen Möbelstücken anderer Hersteller beschäftigt. Und auch hier im Selbstaufbau hat IKEA die Nase vorn. Wenn nicht mehr ganz preislich, wie man es von früher gewohnt war. Das ist halt der Preis. Unschlagbar billig ist da alles. Naja, das ist schon lange nicht mehr so. So unschlagbar billig ist es nicht, aber es ist auf einem Niveau, wo man halt gut und gerne selber Hand anlegen kann. Alles andere ist irgendwie nur nervig, muss ich ja doch mal feststellen. Nervig, nervig, nervig. Ja, jedenfalls hänge ich dann da mit einem 4,50 Meter Schienensystem, was ich im Ganzen an die Decke bringen musste. War super. Zusammengebaut aus zwei Grundträgerschienen, die dann über ein kleines, wie auch immer geartetes Teilchen da irgendwie zusammengehalten wurden. Und dieses Teilchen, wie man sich sicherlich vorstellen kann, bei einer Gesamtlänge von 4,50 Meter, war nicht so stabil, dass sich dann immer alles auseinander dividiert hat und so. Oh, ein Nerv vor dem Herrn, sage ich euch. So, erste Nacht ist gleich da. Und ich habe noch keine Unterkunft. Na, das ist ja super. Das ist ja toll. Ist ja so, wie es sein muss. So. Das reicht gleich als Unterstand. Können wir uns da erstmal reinbegeben. Und mit der geklatschten Erde hier ein bisschen weitermachen. Es tut mir leid, dass es jetzt dunkel wird. Ist für mich jetzt auch nicht gerade besser. Aber ja. Irgendwas müssen wir ja machen. So, das heißt, wir packen jetzt erstmal den Crafting Table dahin. Das war dann aus dem Cobblestone einen Ofen bauen können. So.
Und da kann ich Holz. Nee. Scheiße, ich brauche komplettes Holz, oder? Ach, fuck it. Das muss ich da nochmal raus. Nee. Das ist aber unfair. Eine Holzaxt kann bleiben. So, dann schaufeln wir hier nochmal den Weg frei. Machen hier zu, hoffen, da drin spawnt nichts. Ja, und sehen schon, wie drüben alles gespawnt ist. Ist das nicht schön? Da haben wir noch ein Portal. Warte mal, das könnten wir auch hierher umziehen. So, das blaue Portal. Okay. Verdammte Scheiße. Dann würde ich mal sagen, die spawnen wir einfach mal. Ach, siehst du, da war eine Kiste. Oh, ich habe sie nicht gesehen. Na, respawnen hilft mir auch nicht wirklich, weil mir fehlt ja jetzt die Portal Gun. Das ist ja kacke. Ist ja richtig kacke. Schafe gibt es jede Menge. Tja, was machen wir denn da? Also könnten wir auf jeden Fall ein Bett bauen. Ich glaube, ich probiere es jetzt trotzdem mal. Na, verhungern werden wir ja auch bald. So, einen Respawn gönne ich mir und den zweiten gönne ich mir wahrscheinlich nicht mehr. Mal gucken. Ja, ja, schieß mich ab. Ui. Baby-Zombies sind aber krass drauf, ey. Die haben einen Speed. Mann, Mann, Mann. So. Ein Dirt-Block. Wir haben eine Kiste. Yay. So, und da packen wir jetzt gleich mal unsere Errungenschaften. Oh, ich habe Fackeln. Fackeln sind toll. Oh, Licht. Licht ist ja super. So, ja, toll. Da ich sowieso gleich wieder sterben werde, probieren wir es einfach mal mit Holz holen. So, mein Portal existiert noch. Ja. Ein Creeper. Der da so vor sich hin creept. Haha.
Weg von meinem Grund und Boden. Blöder Zombie. So. Das heißt... Ja. Das heißt, wir haben ein Bett. Das ist gut. So, und da ich noch ein bisschen Holz übrig habe, ich mach das mal doch so. So. Ja. Gut, das sollte reichen, um hier ein wenig... Hochkonzentriert bei grunzenden Zombies. So. Und lass mich raten, Monster an ihr bei. Mal gucken, wann sie nicht mehr nearby sind. So. Und zwei Päckchen, die ich noch habe, nehmen wir mal mit. Und dann graben wir uns hier mal weiter nach unten. In bewährter Dreiermanier. Ach, scheiß drauf. Wollt ihr jetzt schon das Werkzeug wechseln, um die Spitzhacke zu schonen? Ist jetzt immer noch nearby. Immer noch nearby. Immer noch nearby. So ein Bett geht wenigstens nicht kaputt, wenn man im Kies herumgräbt. Wieder Tag. Aber warum haben die jetzt so gegrunzt? Ah, es ist Tag. Das ist hier günstig. Und gleich zischt's. Na, woher wusste ich das? Ja, genau. Creeper. Damn you, Creeper. Oh, und ich bin gleich tot. Naja, kann ich ja gleich nochmal respawnen. Ja. So. Die nehme ich mit, die Stone Axe. Ah, mein Portal ist auch damit weg. Das hat er mir weggesprengt. Der liebe Freund. So, zu essen habe ich auch nichts. Ah, da ist ein Zombie, der brennt. Wäre eine Kuh, da wären mehrere Kühe. Naja, so schlecht ist dieses Biom dann doch nicht. Ah, wir müssen uns dann später nochmal